Wenn ihr mit Knutschen fertig seid, verrät mir einer von euch vielleicht, was hier los ist. Niemand hat sie gesehen. Ihnen auch nicht. Und was soll das? Du bist nicht verantwortlich für sie. Sie hat eine Familie, die suchen auch nach ihr. Komm jetzt endlich ins Bett. Ich würde gerne wissen, was in dieser Familie vor sich geht. Dass sie wie eine Verrückte vor ihr davonläuft. Man erfährt nie, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Vielleicht weiß ja Lilly, wo sie ist. Was soll das denn? Ach, nichts. Warte, es tut mir leid. Benehme ich mich denn wirklich wie ein Trottel? Sie ist doch noch ein Kind und ich mache mir wirklich ernsthafte Sorgen. Ja, du hast recht. Ich bin nicht derjenige, der für sie verantwortlich ist. Stimmt doch, oder? Entschuldige, es tut mir leid. Was immer du gerade vorhattest mit deiner Kleidung, mach doch einfach weiter damit. Ich werde am besten abschließen, sonst kommen womöglich noch mehr Väter, die ihre Töchter suchen. Bin gleich wieder da. Hier ist ein Brief von Vijay. Sie muss vorhin hier gewesen sein. Lasst nur die anderen lehren, mit außergewöhnlicher Sicht, und entscheiden, was gut ist und was nicht. Hat sie das etwa gedichtet? Alexander Pope. Da steht noch mehr. Auch von Alexander Pope? Nein, diesmal ist es von ihr. Ich habe die Sache gemeldet. Sie werden das Haus von Ramon beobachten. Er kann auch nicht wieder dort sein. Ich weiß. Geht's wieder? Ja. Ja, aber im Dunkeln sah es wesentlich besser aus. Morgen früh kommt jemand vom Störungsdienst und repariert es. Reese, hast du irgendwelche Latten? Dann kann ich die Fenster vernageln. Ja, es müssen ein paar im Schuppen stehen. Wie geht's dir, Schatz? Willst du dich nicht lieber hinlegen? Nein, das, was ich jetzt will, ist dieses miese Schwein an seinen Daumen aufhängen. Das ist mein Job. Niemand darf sowas ungestraft meiner Frau und meinem Haus antun. Wir werden ihn festnageln, aber nach den offiziellen Regeln. Das kannst du machen, aber ich schnapp ihn mir auch so. Reese, reg dich nicht auf, bitte. Wir müssen beweisen, dass er es war. Ich will nicht, dass er entwischt, weil wir die Untersuchung nicht ordnungsgemäß führen. Cruz. Ja, im Schuppen ist jemand, siehst du? Ihr bleibt hier. Wenn das unser Freund Ramon ist, wird er den Tag verfluchen, an dem er geboren wurde. Wir gehen durch die Tür. Von oben ist es zu schwierig. Keine Bewegung! Rühr dich nicht von der Stelle, klar? Ruhig stehen bleiben. Mach mal das Licht an. Und du nimmst die Hände auf den Rücken. Nicht bewegen. Du meine Güte. Was denn? Meine Tochter BJ. Hallo. Weißt du, wir tanzen wesentlich besser mit Musik. Ich höre welche. Du nicht? Doch, doch. Eins meiner Lieblingsstücke. Fantastisch. Der Abend war sehr schön. Danke. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde. Das war so gut wie der Hummer. Besser. Na gut. Du hast recht. Besser als der Hummer. Sag mal, ist es wahr, was du eben zu mir gesagt hast, dass du alles für mich tun würdest? Sag es und ich tue es. Alles, was du willst. Na gut, dann vertrag dich wieder mit Sawyer. Rechnung bitte. Ich finde es dumm und kindisch,
Einem von euch könnte etwas geschehen. Komm, wir gehen. Jetzt warte doch, was ist denn los? War das der Grund, mit mir auszugehen? Ein Versuch, mich rumzukriegen, damit ich deinem Freund Sawyer nichts tue? Schon wieder hast du mich gerettet. Bin froh, dass es dir gut geht. Nett, dich kennenzulernen, Sawyer. Wiedersehen, Cruz. Ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist. Danke. Macht's gut, Leute. Bis dann. Bis bald. Wiedersehen. Gute Nacht. So einfach. Gute Nacht. Na also. Die Sache wäre ja noch mal gut gegangen. Der Mistkerl hat dir wirklich nichts getan? Nein, so schnell passiert mir auch nichts. Aber ein bisschen Angst hat er mir schon eingejagt. Kannst du den Kerl denn nicht festnehmen, damit er so etwas nicht noch mal macht? Wenn die Polizei nichts gegen ihn unternehmen kann, dann mach ich das. Wow, hier spricht der Macho. Du musst ganz still sein, auch wenn du heute Lob hoch 3 gekriegt hast. Ich habe das Zeug gelesen. Was denn für Zeug? Das, was du im Kurs von Warren Lockridge geschrieben hast. Er glaubt, dass du eine Menge Talent hast und ich hasse es, ihm zustimmen zu müssen. Der Liebling der Lehrer. Du alte Dumpfbacke. Also bei den Waltons hat sich das immer netter angehört, stimmt. Also wenn du glaubst, ich mache für die Abschlussszene das Licht aus und sage, ich liebe dich, Ma, und du sagst, ich liebe dich auch, Jimboy, dann hast du dich aber ziemlich getäuscht. Dann sag ich's ganz allein. Gott beschütze diese Familie. Aber nicht. Stimmen hörst du auch nicht? Doch, eine. Ich höre sie ziemlich laut und deutlich. Oh, bitte nicht. Was sagt sie diesmal? Schluss mit Reden, klar? Küss mich endlich. Du weißt, dass du heute etwas sehr Wichtiges gelernt hast, oder? Ja, ich weiß. Ich weiß. Was denn eigentlich? Na, dass du immer auf deine innere Stimme hören sollst. Ach so, ja. Das darfst du nicht vergessen, klar? Zu viel. Na gut. Ich will das auch gerne haben, Cruz. Grace und Jody. Was denn? Eine Familie. Tja, das Dumme ist nur, dass laut Tradition zu einer wirklichen Familie Mutter und Vater gehören. Tradition war mir eigentlich nie sonderlich wichtig, aber Mami würde ich gern mal genannt werden. Du zufälligerweise jemanden, der nichts dagegen hätte, sowas wie eine Familie mit mir zu gründen? Du benimmst dich unmöglich. Ich nicht, sondern du. Ich habe dich nur gebeten, den Streit mit Sawyer aufzugeben. Was soll daran bitte schlimm sein? Musstest du denn ausgerechnet heute Abend an einen anderen Mann denken? Ich plane meine Gedanken nicht im Voraus. Da kann sowas schon mal vorkommen. Na, wahrscheinlich wird Sawyer seine Gründe gehabt haben.
Was willst du denn damit sagen? Komm, es ist spät. Nein, bleib hier. Ich will jetzt wissen, was du damit sagen wolltest. Du warst doch da und hast gehört, was er gesagt hat. Er hat gesagt, du wärst eine Frau, die keinerlei Schwierigkeiten hat, einen Mann fallen zu lassen für einen anderen. Und jetzt frage ich mich, ob er nicht Gründe dafür gehabt hat. Zuerst warst du in Teddy Capwell verknallt. Heute war ich dran. Und wer ist es morgen? Sawyer Walker? Entschuldige mich. Gehört es eigentlich zum Leben dazu, dass wir uns immer streiten müssen? Das weiß ich nicht. Möglich wär's. Das finde ich sehr schade. Ich könnte auf diesen theatralischen Aspekt unserer Beziehung auch verzichten. Lass uns von vorne anfangen. Das versuchen wir jedes Mal. Und jedes Mal streiten wir uns wieder. Dann müssen wir es so lange üben, bis wir es richtig machen. Ich bin froh über deine Rückkehr. Das stimmt nicht ganz. Ich wurde von zwei bewaffneten Cops hergeschleift. Vielleicht wolltest du das ja so. Sonst hättest du dich vielleicht woanders versteckt und nicht im Schuppen vor dem Haus, oder? Jedenfalls bin ich wieder zurück. Bleibst du? Solange wir uns vertragen. Das müsste doch zu machen sein. Weißt du, BJ, irgendwann wirst du dich dem stellen müssen, wovor du bis jetzt davongelaufen bist. Nicht, wenn ich schnell genug laufe. Keiner kann vor der Wahrheit davonlaufen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich hab's nämlich auch mal versucht. Hast du das geschrieben? Nein. Alexander Pope? Ich bin gleich wieder da. Muss nur noch was erledigen. Wünsche sind viel schwieriger zu erfüllen als ausgerechnet der. Aber dafür ist die Situation, in der wir stecken, wesentlich schwieriger. Oh nein. Hast du etwa Angst vor Schwierigkeiten? Also ich nicht. Ich habe schreckliche Angst. Aber das wird mich nicht von dir abhalten. Ja, das ist richtig auffallend. Naja, ich versuche ja schon irgendwie
Kopf so gut wie möglich freizuhalten und nicht immer an morgen zu denken. Ich will, dass du darüber nachdenkst. Außerdem will ich unbedingt Bestandteil dieser Gedanken sein. Genau das ist das Problem. Ich denke doch an gar nichts anderes. Du bist ich. Wir sind Schwestern. Unsere Eltern sind zwar bei der Polizei, aber ich werde mich nie daran gewöhnen, dass so etwas passiert. Weil sie bisher nie ihre Arbeit mit nach Haus gebracht haben. Mom kann von Glück reden, dass sie noch lebt. Ja, der Typ war eindeutig ein Psychopath. Denkst du denn, dass Gewalt immer falsch ist? Ja, natürlich. Niemand hat das Recht, andere fertig zu machen. Und was, wenn man sich sozusagen ganz ritterlich den Kopf einschlägt? Ist das vielleicht mehr dein Stil? Was soll das? Ich schlage vor, wir lassen das Thema, okay, BJ? Du bist wunderbar konsequent. Erst predigst du, dass Gewalt keine Lösung sei, und dann stürzt du dich Hals über Kopf in diesen albernen Boxkampf mit Rafe Castillo. Hätte ich lieber klein beigeben sollen? Oh nein, in diesem Fall würdest du ja dein heiliges Macho-Image verlieren. Du bist ein Sturkopf wie Dad. Das stimmt nicht. Ich finde schon. Ich denke, du machst diesen lächerlichen Schaukampf doch nur mit, weil du genau weißt, wie Dad so etwas hasst. Das ist doch nicht wahr. Ach nein? Es geht Dad im Übrigen auch nichts an. Dad ist nicht gegen das Boxen, weil es etwas mit Gewalt zu tun hat. Seine große Angst ist nur, dass ich mich verletze und aus dem Baseballteam fliege. Würdest du behaupten, Reese Walker selbst würde in einem ähnlichen Fall klein beigeben? Ist das dein großes Ziel, Sawyer? So zu werden wie unser Vater? Das Essen hier war auch schon mal besser. Das sieht lecker aus. Ich liebe Toast Hawaii. Ich kann nicht genug davon bekommen. Ich glaube, wir sitzen nicht hier, um über Toast Hawaii zu plaudern. Ich habe auch kein Bedürfnis, den frisch gepressten Orangensaft zu loben. Auch nicht den Kaffee. Also, warum sagst du mir nicht einfach, was du auf dem Herzen hast? Na gut. Es geht mir eigentlich um Rafe. Was ist mit ihm? Ich denke, er ist ein wirklich netter, charmanter junger Mann. Freut mich, dass du... Lass mich ausreden. Ich will nicht in dein Leben eingreifen. Ach ja? Reizend. Jetzt hör mir zu. Ich denke, es wäre überhaupt nicht gut für dich, wenn... Oh, du meinst sein Bankkonto. Ach, du gehst davon aus, er hat eins. Mom, ich habe nicht das geringste Interesse an deiner Meinung über Rafe. Wenn ich mich richtig erinnere, waren wir einer Meinung und du wolltest ihn sogar ins Gefängnis bringen. Das ist doch Schnee von gestern. Das war, als ich überhaupt nichts von ihm wusste. Das heißt, heute bist du also genügend informiert. Jedenfalls genug, um mir keine Belehrungen gefallen zu lassen. Sei nicht so arrogant. Ich werde dir jetzt mal etwas sagen. Wenn ihr beide glaubt... Sind Rafe und ich nicht erwachsen genug, um eine eigene Ansicht zu haben? Was ist mit Ted Capwell? Da muss ich dich leider enttäuschen. Katharina hat ihn sich geangelt, falls du es noch nicht gehört hast. Das Fräuleinwunder. Sie war doch aber bestimmt nicht der Grund dafür, weshalb du Ted aufgegeben hast. Wie wär's damit? Guten Morgen, Mr. Capwell. Guten Morgen. Ist es gestern noch mal gut gegangen? Ja, alles in Ordnung. Das freut mich. Mein Sohn hat mir davon erzählt. Ich bin Mason Capwell. Sind meine Frau und meine Tochter hier? Sind meine Frau und meine Tochter hier? Was ist passiert? Der Zug ist noch nicht eingetroffen. Wir werden jetzt gleich mit dem Krankenwagen zur Bahn fahren. Gab es einen Unfall? Sie wissen es nicht? Um Himmels Willen, was ist passiert? Die Informationen, die ich erhielt, waren dürftig. Aber demnach hat sie einen Anfall erlitten. Meine Frau hatte einen Anfall. Nicht Ihre Frau, Mr. Capwell. Ihre Tochter Samantha. Ich befürchte, sie ist sehr krank. Es gibt keinen anderen Arzt. Das Fieber geht zurück. Ein gutes Zeichen, Mrs. Capwell, aber es ist noch nicht überstanden. Sie ist immer noch bewusstlos. Gibt es denn nichts, was wir noch tun könnten? Ich habe alles versucht. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Oh, mein Engel. We'll be right back.
recht, BJ. Es ist mein ganz großes Ziel, genau so stur zu werden wie Dad. Ehrlich gesagt war es mein geheimer Plan, eine exakte Kopie unseres Vaters zu werden, aber du hast es durchschaut. Nun, es gibt Schlimmeres, als Dad zu ähneln. Ja, er ist möglicherweise ein besseres Vorbild als Al Capone oder Gaddafi. Du willst nur ablenken. Wir sind doch gerade bei deinem idiotischen Boxkampf gewesen. Da gibt es nichts mehr zu reden. Hör zu, Ralph Castillo will es wissen. Und darum bekommt er Prügel. Was für ein Mann. Sicher werden alle Frauen genauso entzückt von diesem Macho-Gerede wie ich. Oder ist es nur Lily Blake, die dahin schmelzen soll? Das hat nichts mit Lily zu tun. Nein? Der ganze Stress um ein Mädchen, das dir egal ist? Ich sag nicht, dass sie mir egal ist. Ich mag sie. Manchmal erinnert sie mich an dich. Oh, verstehe. Störrisch und nervig. Unverletzbar. Dieser kleine Ralph kommt daher und ergreift sich Lily, als ob sie sein ganz persönliches Eigentum wäre. Idioten wie Ralph Castillo sollte man lieber meiden, BJ. Was war eigentlich mit Ted Capwell? Erinnere mich bloß nicht daran. Ich habe so auf sie eingeredet, damit sie vernünftig wird. Und was passiert? Der Idiot Ralph taucht auf der Bildfläche auf und benimmt sich wie der liebe Gott persönlich. Der Typ steht mir bis hier oben, okay? Oh, dann muss er natürlich eins auf die Mütze kriegen. Sag mir was Besseres, außer klein beizugeben. Kein Kampf wurde je gewonnen. Denn Sieg ist reine Illusion. Von Philosophen und Verrückten. Voltaire. Ach, beinahe, Faulkner. Faulkner, nun gut. Und was schreibt Faulkner über Brüder und Schwestern, die ständig gegensätzlicher Meinung sind? Oh, Sawyer, ich bin auf deiner Seite. Nein. Ich meine es nicht im Allgemeinen, BJ. Ich brauche einen Coach, wenn ich gegen Ralph kämpfe. Und da wollte ich dich fragen. Wenn Sie hier bitte Platz nehmen wollen. Mom, ich habe es versucht. Ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt. Und tief in seinem Innersten hat er sogar bestimmt Gefühle für mich. Dann gibt es keinen Grund, ihn aufzugeben. Oh nein, Mom, du hast keine Ahnung, welchen Druck seine Familie ausübt, damit er auch die richtigen Frauen trifft. Aber sicher. Ich sehe CC schon die Trauringe für Ted und Katharina kaufen. Mom. Du bist kein bisschen schlechter als diese Katharina aus Richtig. Deutschland. Ich weiß das, du weißt das, aber CC offensichtlich nicht. Ich möchte dir ja keine Vorwürfe machen, aber die Tatsache, dass ich deine Tochter bin, muss in dem Fall für mich nicht unbedingt von Vorteil sein. Es dürfte doch wohl kein Problem für Ted sein, auch ohne CCs Erlaubnis mit einer Frau auszugehen. Richtig. Er ist erwachsen. Aber das ist Rafe auch. Alles gut und schön. Aber ich denke, es wäre besser, realistisch zu sein. Du weißt, es gibt eine Menge Dinge im Leben, die du von Ralph nicht bekommst. Du irrst dich gewaltig, Mom. Wir waren gestern Abend zum ersten Mal aus. Und es war der romantischste Abend meines Lebens. Es war geradezu umwerfend. Tja, bis auf... Was? Was ist passiert? Es war nichts Besonderes, Mom. Wir hatten nur eine kleine Auseinandersetzung. Wir kriegen das bestimmt wieder ins Lot. Naja, ich hatte gehofft, er würde mich bitten, mit ihm auf das Sommernachtsfest zu gehen. Egal wie es ist, gib Ted nicht auf. Ich weiß, dass du Ralph magst. Aber Ted kann dir alles geben. Er kann dein gesamtes Leben verändern. Du müsstest dir nie wieder über irgendetwas Sorgen machen. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Na klar, worum geht's? Um Kelly. Ich mache mir Sorgen um sie. Ja, du hast das nicht unbedingt geheim gehalten. Kann das sein? Tja, nun, ich traue deinem Urteil und deshalb... Wirklich? Seit wann ist ja vollkommen neu? Wann hörst du endlich damit auf? Du bist erwachsen geworden, seit du weg warst. Bitte pass auf deine Schwester auf. Ich fürchte, ihr wächst da etwas über den Kopf. Sie hat Schwierigkeiten. Denkst du da zufällig an Cruz? Ich erwarte nicht, dass du es schaffst, dir diese Beziehung auszureden. Ich möchte lediglich, dass du ab und zu ein Auge auf sie wirfst, für den Fall, dass sie doch Hilfe braucht, denn zu mir kommt sie nicht. Moment mal, wenn du dir jetzt von mir versprichst, Schützenhilfe gegen Cruz zu bekommen, muss ich dich enttäuschen. Ich erwarte und verlange nichts. Was immer sie tun, ist ihr Problem und ich verstehe nicht, was du damit zu tun hast. Ja. Nein, warte. Ich bin noch nicht fertig. Andererseits... ist Kelly mir sehr wichtig und wenn sie Hilfe braucht, dann bin ich für sie da und das weiß sie.
Mehr wollte ich gar nicht. Okay. Ich meine, was hast du erwartet, dass ich tatenlos zusehe, wenn sie leidet? Nein, das denke ich selbstverständlich nicht. Und noch etwas. Lass mich raten. Wieder Kelly? Liest du etwa meine Gedanken? Sei so lieb und bring sie davon ab, bei mir auszuziehen. Sie möchte ausziehen? Ich wusste noch nicht mal, dass sie so etwas vorhat. Das ist so und ich halte es für eine schlechte Idee. Hey, warum eigentlich nicht? Ehrlich gesagt denke ich selbst darüber nach. Na, wundervoll. Wieso? Wieso? Du und Santana seid bald ein Ehepaar. Ihr braucht das Haus für Der euch Platz selbst. Der Platz reicht doch nun wirklich für jeden ich von Ich rede uns nicht aus. Von Quadratmetern. Wenn sie erstmal deine Frau ist, ist Santana Hausherrin. Da wird sich vieles ändern. Wenn Santana und ich bald heiraten, wird sich überhaupt nichts ändern. Ach, nichts. Dad, wenn du ihr das Ja-Wort gibst und denkst, dass sich nichts ändert, dann bist du wirklich blind. Santana sollte in Zukunft das Allerwichtigste in deinem Leben sein. Und wenn sie das nicht ist, dann verstehe ich nicht, warum du sie überhaupt heiraten willst. Etwas tun können. Nicht bevor ich mehr weiß. Ich brauche Ihre Mithilfe. Gut, was wollen Sie wissen? Ich habe es schon gefragt, aber ich muss es nochmal fragen. Sie hat keine Allergien, auch nicht gegen Essen nein. oder Farbstoffe? Nein. Hat sie in den letzten Tagen etwas anderes gegessen als sonst? Nein, sie hat dasselbe gegessen wie ich, genau dasselbe. Hatte sie Kontakt mit Tieren? Nein, das heißt, ich habe mich geirrt. Wir haben einen Hasen. Wie lange haben Sie? Seit ein paar Wochen. Haben Sie den Hasen untersuchen lassen? Ja. Hat er Flöhe? Nein. Ist sie kürzlich gebissen worden? Nein, sie ist nicht gebissen worden. Was noch? Was könnte es noch sein? Ja? Wir erreichen Elks Point Station in knapp einer Stunde. Dort steht ein Krankenwagen bereit. Oh, danke. Stellen Sie es einfach dorthin. Oh, Herzchen, öffne deine Augen. Öffne deine Augen für Mami, bitte. Seltsam. Hören Sie doch, sie atmet so komisch. Lassen Sie mich mal. Der Puls ist sehr hoch. Was ist bloß mit ihr? Doktor, können Sie ihr denn nicht helfen? Mrs. Capwell, ich habe diesen Zustand nur einmal erlebt. Was? Welcher Zustand? Wovon reden Sie? Ein seltenes Syndrom. Dies hier könnte oh die Rettung Gott. Sein. Was haben Sie denn da? Ich will nicht, dass Sie ihr etwas geben, wenn Sie nicht wissen, was mit ihr los ist. Ich habe diese Symptome erlebt. Ohnmacht, das hohe Fieber, Gefühlsverlust in den Extremitäten. Sie atmet nicht! Mrs. Keffel, bitte! Bitte! Mrs. Keffel, bitte! Ich weiß, was ich tue! Ich will ihr helfen! BJ, du hast doch einen der Rocky-Filme gesehen. Du weißt, was ein Betreuer im Ring tut. Er muss immer das Blut wegwischen. Blut? Es wird kein Blut geben. Ich bin zu schnell. Ja, ist mir schon aufgefallen. Also, wo bist du in den letzten Nächten hingeschlichen? Raus mit der Sprache. Ist nicht so wichtig. Wenn es nicht so wichtig ist, wieso verheimlichst du es dann vor deiner großen Schwester? Du wirst nicht locker lassen, stimmt's? Och, sicher werde ich das, nachdem ich dich ausgepresst habe, so in ein, zwei Stunden. Also gut, ich habe jemanden kennengelernt. Ein weibliches Wesen? Ziemlich eindeutig. Das war's? Ja, das war's fürs Erste. Oh, ich will nicht aufdringlich sein, aber hat sie so etwas wie einen Namen? Komm schon, gib mir den Vornamen und ich höre auch auf zu nerven. Okay, ihr Name ist Aurora. Aurora. Und du bist der Märchenprinz? Ich dachte, das Verhör wäre beendet. Hey, ich sag doch nur, wenn sie Dornröschen ist, dann bist du der Märchenprinz. Wie meinst du das, Dornröschen? Aurora war ihr echter Name. Oh. Tja, ich muss jetzt gehen. Ich muss noch was erledigen. Was? Mir ist gerade eingefallen, dass ich heute mit dem Trainer noch ein paar Bälle werfen sollte. Seit wann ist das Baseballtraining morgen? Bis nachher. Hey, du lässt mich mit diesem Sauhaufen Mutterseelen allein? Die Antwort auf deine Frage, BJ, ist ein klares Ja. Hallo, wohnt hier nicht Sawyer Walker? Bist du etwa... BJ Walker.
früher auch Troy Rhodes genannt. Und obwohl ich finde, dass Boxen nichts ist als Macho-Gehabe, hast du null Chance gegen meinen Bruder. CC, du warst schon immer ein skrupelloser Mann. Aber deine geniale Idee, mir Channing wegzunehmen, übertrifft alles. Ich tue nur, was ich für nötig halte und nichts weiter. Du interessierst dich doch nicht die Spur für Channing. Du willst doch nur das Sorgerecht, um mich zu demütigen. Du versuchst doch seit 10 Jahren nichts anderes, als mich wieder und wieder zu quälen. Oh, ich habe noch nicht einmal damit angefangen. Guten Morgen, Gina. Sie jeden Zug, den du machst, werde ich kontern. Wenn du so weitermachst und auf deinen absurden Forderungen bestehst, bekämpfe ich dich, soweit es mir möglich ist. Das hier ist weder die Zeit noch der Ort für eine Auseinandersetzung. Ich brauche keinen Rat, David. Du verschwendest deine Zeit, David. Man kann einem großen, mächtigen CC Cap wohl nichts sagen. Aber irgendwann wirst du dein wahres Gesicht zeigen. Wie beim Zauberer von Oz. Ein Blick hinter den Vorhang und du findest einen alten Mann vor, der eine billige Show abzieht. Sie sieht zwar Reporter warten in der Halle, aber unter diesen Umständen würde eine Unterhaltung mit ihnen nur Schaden anrichten. Ich weiß. Ich weiß. Wie hältst du es auch nur 5 Minuten mit ihm aus? Gina, wir unterhalten uns später. Vielleicht früher, als du denkst. Hi, tut mir leid, dass ich zu spät bin. Hey, warst du lange? Nein, kein Problem. Wo ist dein Vater? Wie, willst du lieber mit ihm frühstücken? Setz dich. Lilly, gut, dass Sie noch hier sind. Janet hat eben abgesagt und ich kann so schnell keinen Ersatz auftreiben. Können Sie einspringen? Ich soll Bedienung spielen? Sie wollten doch etwas nebenbei verdienen. Ich habe das vielleicht mal gut gesagt, aber... Sie übernehmen den Frühstücksraum. Na, wunderbar. Jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen. Vielleicht habe ich mich ja auch geirrt. Na schön, dann bringen wir es doch am besten hinter uns. Wie geht's dir, Teddy? Gut. Ah, Katharina, das ist Rich Land, das ist ein alter Freund aus meiner Verbindung. Es ist mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Setz dich, komm schon, überredet. Setz dich endlich. Ich verspreche, ich bleibe auch nicht allzu lange. Sie wissen es vielleicht nicht, Katharina, aber Teddy ist sowas wie eine Legende, glauben okay, Sie mir. Okay, das reicht fürs Erste. Ich will nicht, dass sie zu viel erfährt, klar? Oh, langsam bin ich gespannt. Oh, sieht böse für mich aus, wenn du mich jetzt erpresst. Prima, das kommt mir doch sehr gelegen. Weil ich nämlich hoffe, ein paar Praktika für unsere Studenten zu bekommen bei Capwell Enterprises. Oh. Naja, wir freuen uns immer über strebsame junge Leute, ganz besonders, wenn sie uns nichts kosten. Ich muss telefonieren. Ihr habt euch genug Alles zu erzählen. Klar. Bis gleich. Ja. Das ist ein wunderhübsches Mädchen. Du glaubst es nicht, aber das ist sogar mir nicht entgangen. Sie ist eine unglaublich tolle Möchten Frau. Möchten Sie etwas bestellen? Eigentlich möchte ich nur ganz gerne einen Kaffee trinken. Kaffee? Aber gern doch. Das tut mir aber leid. Du kleine Hexe! Sag mal, bist du verrückt geworden? Was hast du dir dabei eigentlich gedacht? Mami, Mami. Mein Engelchen, hallo. Oh, Liebling, alles wird wieder gut werden. Ich hab dich so lieb, mein kleines. Geht's dir wieder gut? Sie haben meiner Tochter das Leben gerettet. Julia! Gut. Bleibt nur noch eins. Wie schaffe ich mir Gina vom Hals? Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sie einer angemessenen Regelung zustimmen wird. Für diese Frau gibt es nichts Angemessenes. Sie haben sie vorhin selbst gehört. Sie will nur eins, mich fertig machen. Sie übertreiben. Sie möchte lediglich gerecht behandelt werden. Sind Sie etwa auf Ihrer Seite? Natürlich nicht. Ich arbeite nur für Sie. CC Capwell. Das muss ja sehr wichtig sein. Manche Leute besitzen nicht mal die Höflichkeit, sich zu entschuldigen, wenn sie sich verwählt haben. Welches von den Angeboten wird Gina akzeptieren? Hier sind die letzten Forderungen von ihr, die ich formuliert habe. Ach, das
ist verdammt viel Geld. Soll ich ihr wirklich so viel geben? Sisi, es geht ihr einzig und allein um das Wohl ihres Sohnes. Lassen Sie mich reingehen. Hier ist das Büro von Sisi Capel. Ich bin ja so froh, dass du dran bist. Und nicht wieder dieser aufgeblasene alte Widerling. Wissen Sie, ich bin noch nicht ganz sicher, was die Zahlen angeht. Oh, dann nenne ich dir ein paar Fakten, die dich überzeugen werden. Weißt du, wo ich gerade bin? Ich bin in deinem Bett. Und weißt du, was wir beide Schönes machen könnten, wenn du nicht in der Besprechung wärst? Komm doch her und finde es raus. Wir steigen in den Jacuzzi und dann... Wenn Rafe nicht im richtigen Moment aufgetaucht wäre, dann weiß ich nicht, was Rich und die anderen Idioten mit mir gemacht hätten. Denkst du wirklich, Lisa hat die ganze Sache geplant? Ich bin mir absolut sicher. Ich verstehe nicht, wieso Rich und Lisa dir sowas Gemeines antun sollten. Das ist doch ganz klar. Sie wissen alles über meine Vergangenheit und wollen mich daran erinnern, wo ich hingehöre. Das ist lächerlich. Ist es nicht. Du weißt so gut wie ich, wozu Leute, die so voreingenommen sind, fähig sein können. Und Rich und Lisa treiben es gern auf die Spitze. Und ich weiß, dass sie alles tun werden, um mir klarzumachen, dass ich nichts verloren habe in ihrem auserlesenen Kreis. Am Wochenende findet das Sommernachtsfest statt. Ich kann mir schon vorstellen, was sie sich da für mich ausdenken. Hast du denn für den Abend schon einen Begleiter? Bis jetzt noch nicht und bei den Aussichten sollte ich gar nicht hingehen. Nein, nein, du wirst da hingehen, Lily, hörst du, und du wirst dich großartig amüsieren. Ich verspreche dir, jeder wird dich mit dem Respekt behandeln, den du verdienst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Verlass dich drauf, weil ich mit dir hingehe und dafür sorgen werde. Du, heißt das, du möchtest mich einladen, dich zu dieser Veranstaltung zu begleiten? Tja, soweit ich weiß, waren ehemalige Studenten schon immer sehr willkommene Gäste beim Sommernachtsfest. Also steht der Sache nichts im Wege. Was sagst du? Was soll ich denn schon dazu sagen, Ted? Ja, was ist mit Katharina? Gute Frage. Was ist mit Katharina? Was ist passiert? Wir wissen nicht genau, was sie hat. Sie ist krank. Im Moment geht es ihr etwas besser, aber du musst sie sofort zum Krankenwagen bringen. Ja, gut. Beeil dich. Doktor, könnten Sie uns begleiten? Bitte. Es ist mir eine sehr große Freude, wenn ich Ihnen helfen kann. So wunderschön. Ist es Wirklichkeit oder träum ich? Bitte, lauf nicht weg, warte, es tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich verspreche dir, ich werde dir bestimmt nicht wehtun. Ich hab nur gedacht, du wärst ein Traum. Hoffentlich weckt mich niemand auf. Es ist nicht so, dass ich niemanden kennenlernen oder keine Freunde finden möchte, aber es besteht nicht oft die Möglichkeit dazu. Hört sich an, als wäre ein Kojote von den Bergen runtergekommen. Das ist kein Kojote. Das ist Fortinbras. Er ist ein Wolf. Du musst keine Angst haben. Er hat noch nie einem Menschen wehgetan. Wir sind Freunde seit seiner Geburt. Du besitzt einen Wolf als Haustier? Natürlich nicht. Wölfe leben in Freiheit. Du kannst sie nicht besitzen. Er
kommt nur, um Geschichten zu hören. Fortinbras, komm später wieder, ich habe keine Zeit. Unglaublich, ein literaturbegeisterter Wolf. Du liest also viel. Bücher sind meine große Leidenschaft. Ich verschlinge sie geradezu. Im Moment lese ich gerade Dornröschen. Mein Tutor sagt, er ist noch nie jemandem begegnet, der so gerne liest wie ich. Jedes Mal, wenn ich eine rote Rose sehe oder eine leichte Brise meine Wangen berührt, drängt sich dieses Bild in meinen Kopf, wie du hier liegst und schläfst. Wie eine wunderschöne Prinzessin. Es macht mich verrückt, dass ich nicht weiß, wo ich dich finden kann. Am Freitagabend gibt es im College ein Fest. Ich glaube, es würde dir gefallen. Es ist das alljährliche Sommernachtsfest. Ich wäre sehr stolz, wenn du mich dorthin begleiten würdest. Ich hoffe, du sagst ja. Sawyer. Wirklich außergewöhnlich. Ich habe noch nie ein Mädchen getroffen, das so ist wie du. Würdest du... denkst du, dass wir uns morgen Abend wieder hier treffen können? Ja, wieso nicht? Na toll, das wäre fantastisch. Hör zu, ich muss jetzt gehen, sonst machen sich meine Eltern Sorgen. Also dann, pass auf dich auf, okay? Ja, wir sehen uns morgen. Ja, bis dann. Warte, ich habe vergessen, dich nach deinem Namen zu fragen. Aurora. Falls das wahr ist. Mir ist nicht ganz klar, wieso du dachtest, du müsstest deine Schönheit verstecken, wenn du als Junge rumlaufen wolltest. Aber natürlich würde eine Rose ganz gleich, welchen Namen sie trägt, genauso süß duften. Du kannst mir glauben, es hatte ziemlich triviale Gründe. Sawyer hat es gewusst, oder? Ja, das hat er. Was du getan hast, war mutig. Oder vielleicht auch das Gegenteil. Ja, ich war in gewisser Weise auch ein Feigling. Wenn ich jetzt all deine Fragen beantwortet habe, ich habe noch viel zu tun. Eigentlich wollte ich ein paar Kleinigkeiten klären, was meinen Boxkampf mit Sawyer angeht. Tja, er ist nicht hier. Du findest den Boxkampf wohl nicht gut, oder? Ich finde Boxen bescheuert. Nie wurde eine Schlacht wirklich gewonnen und der Sieg ist eine... Illusion von Philosophen und Verrückten. Frei zitiert nach einem gewissen Faulkner. Ja, ich weiß, das war nicht ganz wortgetreu. Ich verstehe, was gemeint ist. Allerdings... Was bleibt übrig, wenn die Ehre... verloren ist? Caesar dachte wohl kaum an einen Boxkampf, als er das geschrieben hat. Und was bedeutet das nun für uns? Uns? Tja, das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß nur, dass Sawyer nicht dumm ist. Und du bist es auch nicht. Ich verstehe einfach nicht, wieso ihr euch auf diesen lächerlichen Kampf einlassen wollt. Ich verrat's dir. Es gibt einen Grund. Lily Blake. Lily, könnte ich einen Augenblick allein mit Katharina sprechen, bitte? Oh, na klar. Das Letzte, was ich will, ist, dass es meinetwegen Missverständnisse gibt. Okay. Entschuldigt mich. Setz dich. Warte. Denn ganz los? Langsam, komm, setz dich erstmal. Gut, weißt du... Na schön, ich habe Lilly gefragt, ob sie mit mir am Freitagabend zu dem Fest geht. Oh, hast du das? Ja. Bevor du gleich beleidigt bist, lass es mich bitte erklären. Sie hat zurzeit Probleme am College und ich dachte mir vielleicht... Naja, dass ich... dass ich ihr da helfen könnte, du weißt schon, das war... Nein, erklär's mir. Okay. Ich finde, sie verdient es einfach nicht, von den überheblichen Typen an ihrem College so gemein behandelt zu werden. Sie mögen Lily deswegen nicht, weil sie nicht so viel Geld hat wie sie. Und hab ich es verdient?
zu Hause zu bleiben, weil du sie zum Tanzen mitnimmst? Was für eine Logik! Tja, weißt du, du siehst das nicht ganz richtig. Du und ich, wir hätten sowieso nicht zusammen dahin gehen können, weil du doch mit Sicherheit auf dieser Feier für die Zeitung arbeiten wirst. Da hast du dich gerade so rausgeredet. Aber ich nehme meine Kamera mit. Und ich werde genau darauf achten, wie eng du mit Lilly tanzt, denn die Kamera lügt nie. Ah. Ich bin sehr froh, dass du dir so sicher bist, was das angeht. Das heißt, du hast so großes Vertrauen in unsere Beziehung, dass du das völlig gelassen siehst. Das macht mich überglücklich. Diese Forderungen von ihr sind grotesk. Sicher erwartet Gina nicht, dass sie alle erfüllen. Lassen Sie mich ran. Ich mach das schon. Na gut. Hallo? Ich habe mir inzwischen all die unbequemen Sachen, die ich anhatte, ausgezogen. Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Ich glaube, das können wir jetzt nicht klären. Und du bist dir da ganz sicher, David? Nein, nein, wir sollten das gleich besprechen. Ich finde, dass wir sofort was unternehmen sollten. Aber du weißt, dass ich dich dazu brauche. Also steig jetzt in dein Auto und fahr sofort her, stürme das Apartment und reiße die Decke vom Bett. Ich finde, das können wir jetzt wirklich nicht. Dann nehmen wir uns ein paar Erdbeeren und Sahne und dann... Hat die Frau denn gar kein Schamgefühl? Sie würde mir den letzten Penny wegnehmen, wenn sie könnte. Worum ging es? Es ging um ein interessantes Angebot, um das ich mich sofort kümmern sollte. Das kann warten. Nein, nein, Stacy, glauben Sie mir, ich darf keine Zeit verlieren. David, wir klären das nachher. Erstmal schaffen Sie mir Gina vom Platz. Das Angebot ist zu gut, um es abzulehnen. Wir müssen unser Gespräch verschieben. David! David! Ich bezahle Sie aber nicht nach Stunden! Was hat dich so lange aufgehalten? Ich hoffe, ich halte dich nicht von etwas noch Wichtigerem ab. Es gibt nichts Wichtigeres als dich. Es ist merkwürdig, wie Zitate im Lauf der Zeit völlig ihre Bedeutung verändern. Mhm. Es ist fast so wie bei Rechtsverdrehern. Bei was? Anwälten. Rechtsanwälten. Natürlich. Ja, sicher. Ich verstehe schon. Rafe? Sawyer? Tja. Was gibt's? Ich bin nur hier, um unseren Kampf klarzumachen. Wann immer du willst. Freitagabend. 6 Uhr. Okay, also abgemacht. Na dann. Oh, Rafe, ich finde, du bist eigentlich ein ganz netter Kerl. Aber mein Bruder wird dich fertig machen. Wenn du möchtest, können wir darauf gerne eine Wette abschließen. Gut, 5 Mäuse. Das zeugt nicht von großem Optimismus. 25 Mäuse. Die Wette gilt. Sawyer, möchtest du vielleicht auch was auf dich setzen? Nein, danke. Ich will dir nicht dein Geld wegnehmen. Es hat mich gefreut, jemanden kennenzulernen, der dieselbe Freude an Literatur hat wie ich. Adios. Fällst du auch auf diesen Idioten rein? Sawyer, er ist kein Idiot. Er ist ein netter Kerl. Du bist reingefallen. Glaub mir, ich falle auf niemanden rein. Ich habe mich mit ihm unterhalten und finde, er ist in Ordnung. Ich sehe nicht ein, wieso ihr euch prügeln müsst. Wir haben Glück gehabt, dass Sie im Zug gewesen sind. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Wo praktizieren Sie? In Italien. Der Fahrer des Notarztwagens wird gebeten. Sie sind weit von zu Hause weg? Ja. Mason? Wie geht's ihr, Dr. Preston? Sie erholt sich jetzt. Es geht ihr besser. Aber ich habe keine Ahnung, was diesen Anfall ausgelöst hat. Sie ist noch sehr schwach. Aber ich verspreche, wir werden so lange Untersuchungen durchführen, bis wir genau sagen können, was ihrer Tochter zugestoßen ist. Ich glaube, ich weiß, was die Ursache ist, Dr. Preston. Es ist eine noch unerforschte Krankheit. Dürfte ich bitte erfahren, wer Sie sind? Entschuldigen Sie bitte, das ist Dr. Disgrazia. Er hat Cementa im Zug geholfen. Sehr freundlich. Ich bin sehr froh, dass Sie da waren, Dr. Disgrazia.
Es handelt sich um eine seltene Funktionsstörung. Ich habe Erfahrung damit gemacht. Haben Sie als Kind darunter gelitten? Nein, ich habe mich damit beschäftigt. Ich werde natürlich alle Möglichkeiten überprüfen. Entschuldigen Sie bitte, ich muss an die Arbeit. Oh, da ist noch etwas, ich brauche für die Computertomographie und die anderen Untersuchungen, die ich durchführen möchte, eine Unterschrift von Ihnen. Selbstverständlich. Mason, ich weiß nicht, ob wir etwas unterzeichnen sollten. Wir sind hier in der tiefsten Provinz. Das Krankenhaus ist nicht ausgerüstet für sowas. Und was schlägst du sonst vor, Julia? Mrs. Köpfer, ich möchte Ihnen gerne helfen. Sofern Sie mich lassen. Es würde mich freuen. Na gut, ich werde dich auf deinen Kampf vorbereiten. Ich mach's nicht gern, aber ich tu's. Hey, hey! Natürlich bin ich nur auf deiner Seite, weil ich meine Wette mit Rafe gewinnen will. Das ist mir schon klar. Es ist nur jedes Mal, wenn er auftaucht, findet er was, um mich zu nerven. Kannst du wirklich Rafe Castillo schlagen? Ich werde dich dann am Freitag um 6 abholen. Fantastisch. Ich freue mich. Gut. Wir sehen uns. Alles klar. Bis dann. Das Leben ist hart und ungerecht. Was macht Ihre Frau? Die lässt es sich gut gehen, was? Da ist ja die hübsche Frau, die ich gesucht habe. Ich möchte dich bitten, mich am Freitagabend zu dem Mittsommernachtsfest zu begleiten. Ich weiß, dass ich jeden Tag Sport mache, aber so verausgabt habe ich mich noch nie. Willst du dich etwa beschweren? Das ist mein Ernst. Ich wünschte, ich könnte noch bleiben. Aber ich darf nicht. Wieso nicht? Ich kann Sissi nicht ewig warten lassen. Sicher kannst du das. Nein, ich arbeite für ihn und nicht umgekehrt. Wer weiß, das kann sich ändern. Ich gehe jetzt duschen. Gute Idee, ich komme mit. Nein, 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 nicht mit dir, sonst komme ich hier weg. Na komm schon. Eine sehr kalte Dusche. Eine eiskalte Dusche. Ich gehe jetzt. Ich muss los. Du willst mich wirklich verlassen? Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich rufe so bald wie möglich zurück. David, wo stecken Sie? Ich habe mir alle Vorschläge für eine Übereinkunft mit Gina angesehen. Mir gefällt keiner. Ich werde auf eine andere Möglichkeit zurückgreifen. Ich kämpfe um das Sorgerecht für Channing. Und Gina kann sich zum Teufel scheren. Rafe, ich kann leider nicht mit dir zu diesem Sommernachtsfest gehen. Aber das wird ein Abend, den du nicht verpassen darfst. Ich meine schon, der Name müsste dir sagen, dass es romantisch wird. Du findest bestimmt jemanden, der für dich einspringt. Weißt du, ich habe an dem Abend frei. Das ist überhaupt nicht das Problem. Wo liegt dann das Problem? Rafe, es ist nichts, was ich irgendwie geplant hätte. Es hat sich einfach so ergeben, gewissermaßen ganz spontan. Es war purer Zufall. Sag nicht, du bist schon verabredet. Du möchtest was tun? Ich will sie ja wegbringen. Sie hat eine überaus ernste Funktionsstörung. Deren Ursache die Ärzte hier nicht finden können. Mr. Köpfel, Dr. Preston hat vor, eine Reihe von Untersuchungen durchzuführen, die für Samantha sehr unangenehm und für ihre Genesung völlig unnötig sind. Ich möchte sie in ein Krankenhaus bringen, das besser ausgerüstet ist. Eins mit Spezialisten, um sie richtig behandeln zu können. Ich könnte mir auch etwas Besseres vorstellen. Aber wenn wir hier verschwinden, dann fahren wir sofort nach Santa Barbara auf der Stelle. Gut, genau das will ich. Könnten Sie uns begleiten? Wieso? Ich will kein Risiko eingehen. Na gut. Ich unterschreibe die Rechnung. Und dann verschwinden wir. Unsere Samantha lächelt ja, damit machst du mir eine ganz große Freude. Oh, Schätzchen, ich hab dich so lieb. Das war die richtige Entscheidung, Mrs. Kämpfer. Ich möchte, dass sie gesund wird. Und dafür werde ich alles tun.
Ihre neuen Vorschläge für eine Einigung mit Gina gefallen mir alle nicht. Wir sollten auf Ihre ursprüngliche Idee zurückkommen. Wenn ich die Vormundschaft für Channing beantrage, wird Gina klein beigeben. Und ich dachte, du wärst mein Freund, David. Dabei bist du schlimmer als alle anderen. Aber wart's ab, mein Lieber, das wird dir noch mächtig leid tun. Du verlogener Lump! Hey. Hm. Hallo. Sollte nicht um diese Zeit ein San Francisco Expressflug abheben? Hallo, Liebling. Oh, es ist was dazwischen gekommen. Die Reise fällt aus, oder? Es ist was dazwischen gekommen, aber der Flug verzögert sich nur ein wenig. Die Taxan-Leute, mit denen ich reden will, hatten eine Reifenpanne, als sie aus Disneyland losfuhren. Das ist alles. Oh, tja, ich weiß, dieses Geschäft ist wichtig für dich. Nicht wichtiger als unsere Pläne. Das Flugzeug wartet auf uns. Wir werden rechtzeitig da sein, sowohl zum Dinner als auch für die Oper. Wir sehen übrigens Carmen. Carmen. Bueno, ole. Ich werde zu Hause auf dich warten. Nein, warte einfach hier. Ich werde die Taxans in der Oase treffen, okay? Oh, wenn das so ist, gut. Wenn wir nur schon allein wären. Was wir leider selten waren in den letzten Tagen. Dafür machen wir extra lange Flitterwochen. Vorher musst du allerdings den neuen Termin festlegen. Das werde ich wohl machen müssen. Aber vorher, Sissy, vorher möchte ich ganz sicher sein, dass du damit auch das tust, was du wirklich willst. Was liest du denn da? Nichts, Großmama. Nichts kann es wohl kaum sein. Ich sehe doch, wie viel Freude du daran hast. Ist es eine deiner kleinen Geschichten oder ein Gedicht? Du weißt, wie gern ich das lese, was du schreibst. Das Vergnügen wirst du mir doch nicht vorenthalten wollen. Das ist ja ein Brief von einem Jungen. Klar wird er fertig mit Rafe Castillo. Sawyer ist der Beste. Wer bist du überhaupt? Oh, Rich Landers. Und wer ist die halbe Portion? Dein Promoter? Sie ist meine Schwester. Und meine Ringbetreuerin, BJ Walker. Wirklich? Sieh mal an, nicht für ungut, BJ. Ich bin ein Kommilitone deines Bruders. Ich habe von dem Kampf gehört und wollte Sawyer nur sagen, dass ich hundertprozentig hinter ihm stehe. Denn nichts wünsche ich mir mehr, als Senor Castillo K.O. zu sehen.